Herschel will einen Rennwagen stehlen und dem 510 Granden für sein V4-Tattoo schenken. Hilf ihm dabei. Ja, wer sich wundert, wir sind hier nach Chicago wieder gegangen, ne? Und jetzt genau. Eine Story-Mission. Ich bin in New York. Deswegen laden wir dich jetzt einfach ein zum Crew Co-op. Und ich nehme an. Perfekt. Cool. Und jetzt holen wir irgendwie ein europäisches Auto oder sowas, also klauendes. Oh, nice, klauen. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie das so wird. Boah, wir dürfen nicht Bronze werden. Der hat einen Stufeneffekt von minus 1. Bei mir hat er plus 0. Sag mal, Oh, was ist das für ein Flugzeug? Der Testfahrer hat mich gesehen. Und es lief aus dem Ruder. Ah, das kenne ich noch, aus der Beta. Das wollte ich gerade fragen, ob du das noch kennst. Das kenne ich noch, das ist richtig lustig. Bring den Testfahrer zum Stehen. Mal gucken, ob ich die Route noch im Kopf habe. Da lacht er. Aber ich finde das richtig fett inszeniert hier mit den Flugzeugen. Hier ist die Lage. Ich besorge es im Rennwagen, dann bekommt Hirschleit das an die Pforte zu und ich meins. Du bist undercover, aber das ist kein. Wir müssen ihn kaputt machen, ne? Nein, das stimmt. Gut. Ah, Gott, das war knapp. Okay. Ah, so weit nach außen, so weit nach außen. Ja. Sprichst du sowas erst mit mir ab? Fred, schnapp ihn dir. Ich versuch's, ich bin gleich da. Oh. Dezent laut. Ja. Noch ein Minütchen. Was dann eigentlich? Dann müssen wir es von vorne versuchen. Ah, Flugzeug! Au! Das Flugzeug hat mich weggerammt! Mano! Das ist doch echt gemein. Ja, hol ihn ein! Also ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen. Nein, ich bin hinter ihm. Wow, ich bin auch hinter ihm, aber... Oh, die Feuerwehr macht Sachen. Sachen machen! Mach Sachen! Oh, Treffer! Da, er steht an der Wand. Alle drauf! Wie nicht in das schlimmste Gemälde. Nicht gegen mich, Fred! Nein! Er ist weg! Er ist ein Schlüpf. Wie ein Mädchen. 10 Sekunden! Ja! Nitro! Ich glaube, das wird nichts. Nein! Oh. Mission fehlgeschlagen. Letzten Teil erneut versuchen, was? Ja, ganz genau. Bin ich Gruppenleiter eigentlich immer noch? Ja, du bist der Gruppenleiter. Nachdem ich dich wieder zum Gruppenleiter gemacht habe, du erinnerst dich. Schamo, ich liebe dich. Bring den Testfahrer zum Stehen. So, jetzt weiß ich aber wenigstens wieder die Route. Sorry. Also er biegt dann gleich in großem Bogen rechts ab. Da muss man sich drauf vorbereiten. Ihr seid schneller als ich. Das ist gemein, ich hab doch meinen schicken Dodge Charger. Autsch. Du bist undercover, aber das ist kein Fahrschein für die Pistole. Ich bin so gut. Oh, nice. Ah, verdammt. Habt ihr den? Nee, ich bin voll vorbei. Ich konnte ihn. War zu schnell, ich konnte nicht mehr so rüberziehen. Ich hab einen richtig Kollege schön gebumst. Ah, nice, jetzt komm ich. Bam, Bitches. Er fliegt! Das haben wir wirklich gut gemacht. Das haben wir wirklich gut gemacht. Da muss ich einfach mal Schramo auf die Schulter klopfen und dir auch, Julian. Ey, das war richtig gut. Das war erstklassige Teamarbeit. Die Chaoten schlagen wieder zu. Hast du seine ID? Ja. Ich hab seine ID. Nimm seinen Platz bei der Testfahrt ein. Oh, Testfahrt? Jetzt nehmen wir alle seinen Platz ein, zu dritt oder was? Wir dürfen auf dem Kreis. Okay, denkt das Ding ist lustig, da bin ich auch schon mal vor gefahren. Allem mit welchem Auto? Guckt euch das Auto an. Oh, nice. Ich werd's kaputt machen. Was ist das für ein Auto? Ford GT. Ja. Hab ich auch überlegt, ob ich mir das von den Crew-Credits kaufe. Ist der. Kann man sich den leisten von 100.000 Crew-Credits? Weiß ich nicht. Ich glaube, ihr habt 100.000 schon, ne? Man kann sich echt fast alles leisten mit 100.000 Credits. Echt? Dann hätte ich mir vielleicht keinen Charger kaufen sollen. Warum ist Julians Auto gelb? Weiß ich nicht. Meins ist schwarz. Schub's mich nicht. Muss dich. Meine Zeit läuft ab. Und? Meine Mutter hat gerade angerufen. Ja, dein Hund ist fertig.
Was? Dein Hut ist fertig? Ja. Aus Lehm getöpfert oder was? Ja. Wieso ist Schrammo so viel schneller als wir? Weil er mich angeschubst hat. Nein, weil ich halt einfach mit schnelleren Autos besser umgehen kann als ihr. Ach so. Das kann natürlich sein. Vielleicht bist du auch einfach leichter als wir. Das stimmt, ihr fetten Säue. Das ist beleidigend. Nein, das ist die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist beleidigend. Oh, die war fast nie. Ne? Ja, ich auch. So, mach's gut. Zu weit außen, Fred. Zu weit außen. Zu weit außen, Kollege. Sagt der, der hinter mir ist. Hinter dir? See you later. Tschüss, Fred. Nicht rammen. Das ist unfair. Nicht rammen. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin tot. Ich fahr an der Wand. Ich fahr. Yeah, geil. Dieses Spiel. Du machst das echt gut. Eine Ausfahrt gesehen? Ich glaube, da kommt eine. Und hoffentlich klappt's. Hier kommt das Ziel. Ich bin gleich im Ziel. Gut gemacht, Junior. Und ich war Erster. Oh, ich war so dominant. Kein Problem, wir dürfen noch eine Runde mit dem Ding fahren. Ja, ich hab noch 10 Sekunden, bevor ich sterbe. Kein Problem, wir dürfen noch eine Runde mit dem Ding fahren. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden. Du bist drin. Ach, herrlich. Geschafft. Dieses Auto ist so fett. Ist das eigentlich der GT oder der GT40? Also der alte oder der neue? Ich glaube, das ist der passen. GT70, oder nicht? Nee, es gibt keinen GT70. Ich glaube, das ist der alte, der originale Was GT. Was ist denn da los? Seid ihr besoffen? GT40, meine ich. Ich komme da sowieso immer durcheinander. Aber das sind jetzt irgendwie Leute, die uns ans Leder wollen. Die Rennleitung, oder was? Ah, das ist Troy. Tausend Troy-Typen am Arsch. Das ist der, die sind, die sind uns Troy geblieben. Ja, die können doch überhaupt gar nicht mit uns mithalten hier. Naja, sag das nicht. Die haben Gummiband. Ja, die haben ein Gummiband zwischen sich und uns gespannt. Und jetzt müssen wir entkommen. Du bist ein Rapper. Ach so, bestimmt. Ah, wir müssen schützen. Ja, den du müssen wir schützen. Fred, müssen wir schützen. Wo ist denn Fred? Hier ist die Straßensperre. Hinter dir. Scheiße. Fred ist direkt hinter dir. Jetzt okay, ist er vor dir. Vor mir. Ja, ich sehe es. Alles klar, Fred, ich bin hinter dir. Ich decke dich. Dein Arsch gehört mir. Wir sind hier auf der Straße klebe. Ja. Na, von Fred, vorne dein kommt Arsch einer. Mir. Ich beschütze dich. Ach, wir müssen... Ja. Ich habe ihn eliminiert. Habe ich doch nicht. Verdammt. Ich glaube, wir fahren ins Gelände. Das ist... Was? Oh, jetzt warum ist, bin ich jetzt verhaftet? Jetzt ist Schrammo. Okay, scheiße. Ja, weil du... Fahr durchs Gelände, Schrammo. Ja, mache ich. Bin unterwegs. Da kommt ein Helikopter? Scheiße, Alter. Hier kommt ein Helikopter. Ich komme nicht so gut durchs Feld hier durch. Nee, überhaupt nicht. Fahr mal lieber wieder auf die Straße. Ich versuch's. Neben mir ist einer. Ja, rechts von mir, die sind um mich rum. Noch lebe ich. Einer ist tot. Ich bin auf der Straße. Nitro. Auto von vorne ficken. Hinter dir kommt einer, den schubse ich mal weg. Okay. Fred, was machst du jetzt eigentlich? Wir gucken dir zu. Achso. Rums, hast du ihn gerammt. Yes. Rechte Seite, kann man durch. Yep. Fahr mal nicht so schnell. Guck mal jetzt Schrammo zu. Ich will dich schützen. Boah, ich wollte voll ihn rein, aber er hat gebremst dann. Du hast eine etwas knautschige Nase, du. Ich ramme in ihn rein. Tots. Oh, nur geschubst. Er zittert. Soll ich wieder warten? Nee. Fahr. Gut. Gib Gas. Straßensperre kommt. Ja, mittel, also rechts. Durch. Ja. Vor uns einer. I see him. Bam! Getötet. Zivilist, bam! Getötet. Bin fast aus dem Hubschrauberbereich raus. Gibt's irgendwo einen Tunnel? Ein Tunnel wäre super. Frage. Fred, kannst du ganz kurz mal gucken, ob es da einen Tunnel gibt irgendwo? Ich kann nicht auf die Karte wechseln. Warum nicht? Ich kann nur jemandem zugucken, aber das ist eine Brücke. Ich fahr mal runter von der Hauptstraße auf eine kleine Seitenstraße. Vielleicht durch den Wald. Wald ist echt schrecklich. Nee, also man muss nicht durchs Gelände, sondern einfach nur durch ein waldigeres Gebiet. So, ja, Schrammo, du machst das schon gut. Guck, du bist draußen. Ja, aber gib Gas. Du schaffst das. Hubschrauber. Au. Oh, er kommt. Gummiband. Ja, sehr gut. Nitro. Ah, ficken. Wo geht's hier lang? Kacke, ich bin gecrashed und ins Wasser gefallen. Oh, das ist schlecht. Aber ich bin noch außer Reichweite. Ich hab dich noch zu schützen, ja. Ich bin in. Oh Gott, die sind ganz dicht dran. Oh Gott, oh Gott. Ja, Glück gehabt. Du hast es geschafft. Oh. Alter Falter, das war aber wirklich so eine Nanosekunde. Eigentlich war sich im Wasser verstecken ja eine gute Idee, ne?
Ja. Bronze. Nur auf Dauer vielleicht ein bisschen sauerstoffarm. In Bugs umwandeln. Effekt minus 1. Oh. Warum kriegt man für so ein riesiges Teil nur 6 Geld? Das ist doch komisch. Ja, es ist vielleicht kein riesiges Teil. Weil man halt was Tolles fahren durfte als Belohnung. Stimmt auch wieder. Boah, der klingt so gut. So wie ich. Wow. Der hat was, oder? Ja, der hat was, nämlich PS. Aber nicht viel. Ein V6 wird später unser kleines Geschenk abholen. Läuft alles gut, siehst du hier den neuen V4 im mittleren Westen. Und du, Freund, hast das 5-10-Tattoo erworben. Oh yeah! Wir haben das 5-10-Tattoo. Er hat mich Freund genannt. Geschafft, Mann. Ich bin V4 im Mittelwesten und du, mein Freund, bist 5-10. Du hast dein Tattoo, Bruder. Such dir eine schöne Stelle. Oh, geil. Also, ich bin drin. Jetzt sind wir aber auch erst V2, ne? Oder? Jetzt sind wir gar nichts. Wir sind kleinste Handlanger. Ja. Wir sind jetzt in V10 drin. V2 müssen wir uns erst noch holen. Wir sind in 5-10 drin. Was habe ich gesagt? V10. Ich habe versprochen, jemanden vorbeizuschicken. Regle das. Ja, V10 ist dann nochmal besser als der V8, oder? Alles klar. Ja. Ups. Aua. Und V10 hat keine Kohlensäure. Das stimmt. Schmeckt aber gut. Fred, du bist wie ein elfjähriges Kind. Ich fahre hier nur im Kreis und ich sehe doch da nicht mehr vor. Willkommen in meiner Welt, Julian. Das ist schlimm. Ich guck mal auf die Karte. So, was haben wir denn? Wir haben... das ist, glaube ich, noch die Xfinity-Tempo-Herausforderung. Die ist Käse. Was? Was sind denn hier noch Story-Missionen? Den habe ich doch nur touchiert. Luxusburger ist 1, noch was Kilometer. Jetzt sollen wir zu Harry. Jetzt sollen wir zum Harry fahren. Der Harry. Los, ab. Warte, hier ist gerade eine South Loop, eine Sehenswürdigkeit. Die gucke ich mal an. So, wo müssen wir hinfahren? Wir müssen nach New York zu Harry. Wir könnten Blitzreisen. Ja, so, dann Blitzreisen. Wir sind ja vorhin schon nach New York gefahren. Wir könnten auch direkt spielen. Ja, ich kann auch direkt spielen. Komm, wir spielen direkt. Ja, spiel mal. Ja, komm, lass uns spielen. Nee. Das ist nur einzeln. Ja, deswegen, das ist einzeln, deswegen Blitzreise und dann spielen wir das alle gleichzeitig. Karte. Die Harry-Mission. Wo ist denn der? Ich bin Idiot. Wo ist denn der? Nein, Karte, schau mal, du bist kein Idiot. Du bist nur nicht besonders schlau. Du bist nur nicht besonders. Alex, sorry. Okay, ich gebe zu. Da hat mir mal eine Frau was gesagt in dem Zusammenhang. Das werde ich nie vergessen. So, deine Mutter oder was? Nee. Schrammo, du bist einfach nicht besonders. Sowas in der Art, ja. Oh, wie gemein. So, also mir hat meine Frau gesagt, dich wird nie ein Mädchen lieben, so wie du aussiehst. Boah, rasier dich mal, Junge. Ach, ich hab jetzt übrigens schon die Mission gestartet, ihr auch? Achso, dann starte ich auch mal. Jemand zu Hause? Du willst was von mir? Wo ist denn jetzt die Mission? War direkt bei mir. Du standest doch neben mir, oder? Harry, ich war bei Fred Vorlaut. Aber ich dachte, der wäre richtig. Alex. Warst du richtig? Fred? Ich bin richtig, ja. Der Fred war richtig, der stand auch neben mir. Warum ist die Kacke denn bei mir nie, ey? Da, auf der Karte spielen. Ich dachte schon, die wollen mir ans Leder. Wer will das? Eine Menge. Oh. Ich hoffe, die tragen es unter sich aus. Soll hinfahren, bevor er weg ist. Das hier hatte früher mal Gewicht. Oh, Musik. Heutzutage. Soll ich dir verraten, was kommt? Ich sehe es ja schon. Dumbledore stirbt. Nein, Mann. Nicht du auch. Der G-Man kommt um die Ecke bestimmt. Ja, genau. Der G-Man kommt und dieser Roboter von Half-Life 2 Episode 1. Ja. Dog. Hieß er nicht Dog? Ich jage den kann gut sein. Ich brauche Hilfe. Die haben alle 5-10-Tattoos. Das wird gefährlich. Der Harry. Schmutzig. Alles, was ich biete, ist Rache. Nicht mehr, nicht weniger. Kann man das überspringen? Oh, man kann es überspringen. Geil. Ich will nicht. Ich will mir es ansehen. Ich überspring's und fahre. Ich überspring alles. Fahre ins New York HQ. Nichts lieber als das. Fred, fährst du auch schon? Ich habe jetzt gerade das Video fertig geguckt. So. Ich habe ein lauschiges Plätzchen für unser HQ. Da sollten wir unsere Geschäfte betreiben können, ohne dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ja, Harry hilft uns nämlich, ne? Wie hoch sind deine Schulden? Ja. Noch. Nicht hoch. Was heißt nicht hoch?
Nicht genug, um besorgt zu sein. Und Dayton wollte offenbar ein legales Geschäft aufziehen nach seiner 510V8-Zeit. Yep. Er wollte ein legales Business aufziehen. Eine Werkstatt für seine Zeit nach den 510s. Ah, weg da! Jetzt ist er tot. Was fährt denn der für ein scheiß Auto? Das ist doch ein Dodge Charger. Aber jetzt ist er tot, ne? Der Harry? Guck mal, der sitzt sogar bei uns im Auto hier. Moment. Oh. Ich werde immer nervös, wenn ich Beifahrer habe. Ja, vor allem, wenn die dann sagen, ja, von da. Oh. Ich war nervös. Das zählt nicht. Noch 30 Sekunden für einen Kilometer. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Aber sie wussten, dass du dicke mit Dayton bist. Außerdem kann ich so in der Cockpit-Perspektive nicht fahren. Ich muss... Querverkehr. Warum hat man nur 30 Sekunden, um dahin zu fahren? Was passiert denn dann? Ich weiß es nicht. Das ist Ubisoft-Logik. Und das Auto zittert. Also irgendwas stimmt mit dieser FPS-Begrenzung auch nicht das so richtig. Ist nicht oh, Kurve! Das waren nicht die Reifen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber der Charger sieht geil aus. So, neues HQ in New York. Aber das sieht genauso aus wie das alte, oder nicht? Okay. Ja, das sieht genauso aus. Ich will jetzt die Situation hier erklären. Und Harry ist jetzt da und bastelt am Auto rum. Und ich glaube, da hinten im Hintergrund ist Herschel. An der Ostküste geht es nur um Autos und Bares. Zoe. Nee, das ist ein schwarzer Typ. High-End-Wagen kommen aus mit Roy. Das ist ein schwarzer Typ mit Anzug. 50 Cent. Er sieht aus wie Jamie Foxx. Kontrolliert die Region. Oh, nein, das ist nicht rassistisch. Ist mit Schiff Zoe sitzt da bei den Vorteilspunkten, zusammen seit Schiff 13 die ich mir jetzt mal wieder verteile. Ich habe einen Punkt. Einer deckt den nice. Anderen. Das Problem mit Schiff Eric haben wir. Ist Psycho. Genau, manchmal die richtig Psycho. Erhöhen, das will ich. Vor kurzem sind Fahrzeuglieferungen. Wusstet ihr übrigens, gegangen, dass man die Vorteilspunkte zurücksetzen kann? Auf einen nein. Insider. Also wenn ihr ein Auto kauft, jeder könnt ihr alle Punkte zurücksetzen Eric, und komplett so in mit Schiff ist, Omas... Ach, das ist Oma, stimmt. Also aber auf jeden Fall in Omas letzten nur ihr Skill reinpacken. Wenn Eric also nämlich nicht die Kosten eines Geld neuen Fahrzeugs um 30% reduzieren. Einen internen Krieg geben. Das ist sehr, sehr praktisch. Und wir alle wissen, es kostet nur 1000 Geld, bleiben. Die zurückzusetzen. In vielen Fällen geraten Unschuldige ins Kreuzfeuer. Oma. Oma. Du willst aufsteigen? Dann hilf Eric, das fehlende Geld aufzutreiben. Auch einen Vorteil. Und zwar so schnell du kannst. Aber wenn ich das mache, dann habe ich jetzt ja gleich total viele EP und Dollar, wenn ich das jetzt hier mache. Ja, ist doch ich mache gut jetzt so das. So, ich muss hier mal kurz das Video angucken, ne? So, was ist hier jetzt Phase in der Werkstatt? Ja. Gibt's nichts, ne? Nee. Werkstatt, was gibt's lass hier? Den... Zoe hat gerade gesagt, Alex, lass den Arsch nicht warten. Alles klar, Hosenlatz auf und... Warum soll ich in Steuergerät Stufe 2 einbauen, wenn ich Steuergerät... Oh, dummes Performance-Ding hier. Habe ich da besser mit Reifen? Was beleuchtet denn hier so? Motoren? Story-Missionen. Was müssen wir machen? Aufhängung. Auch das Beste drin. So, guck. Jetzt habe ich hier noch ein paar Punkte reingelegt. So. Zu. Immer diese Einzelmissionen. Schön, wieder dabei zu sein, Alex. Ja, aber das war's ja jetzt erstmal wieder für eine Weile. Jetzt können wir nämlich. Jetzt können wir alle zu Zu fahren. Eric Zu. Eric Zu, ein Asiate mit blonden Haaren. Und der ist Psycho und so. Also, du bist Eric Psycho Zu und so. Ich muss mich wohl mit dem Arsch das stimmt. Was? Ist unsere Spur, was willst du machen? Gewinn oder verpiss dich hier, der ist ein bisschen radikal. Alex, lass den Arsch nicht warten. Hier ist ein Slalom-Test direkt am Haku, da fahre ich mal eben lang. Wir sollten alles mehr zusammen machen und gemeinsam. Wir sind doch eine Familie. Ich mach mal eben kurz den Test. Du gehörst wohl mir. Du hörst dich nicht gerade begeistert an. Lass den Arsch nicht warten, sagt sie bei mir jetzt auch. Also, lass den Arsch nicht warten. Ich bin mit Nitro unterwegs. In meinem grünen Flitzer. Mit Nitro in den Arsch rein? Ja. Autsch, arme Zoe. Hä? Okay, hier ist Eric Zu. Warte, eben Einspritzanlage einbauen. Ah. Eric Zu. Ja.
Ja, von mir aus kannst du einladen, Monsieur. Ich würde aber fast sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Weil wenn es wieder heißt. Ach so, ja, genau. Also, wir sind jetzt quasi durch mit dieser Folge und wenn es wieder heißt The Crew, dann ist Jabbo wieder voll mit dabei und Fred Vorlauf sowieso. Und dann fahren wir für Eric zu oder wir verpissen oder uns. Oder für Karl sowas. Offen. Oh Gott. Ja. Auf Wiedersehen. Adieu. Bis dann und macht's gut.